Herzlich willkommen bei der Tagesschau. Heute reden wir mit verschiedenen Expertinnen über ein sehr aktuelles Thema, das Cybermobbing. Wir sprechen heute mit Herrn Professor Dr. Jakob Schwarzenegger, einem Experten auf dem Gebiet. Herr Dr. Schwarzenegger, ab wann sollte man als Außenstehender im Cybermobbing eingreifen? Es empfiehlt sich gleich einzugreifen, sobald man etwas mitbekommt. Wenn das Cybermobbing schon im Gange ist, kommt die Hilfe meist schon zu spät. Auch wenn Konflikte beigelegt werden können, hinterlassen sie ihre Spuren. Es ist daher ganz entscheidend, präventive Maßnahmen zu setzen, die Konflikte gar nicht erst so groß werden zu lassen. Die Vor- und Nachteile von schulinterner Prävention. Ein positiver Punkt ist, dass erfahrene Personen im Einsatz sind, dass wenig Know-how an der Schule benötigt wird. Negativ zu sehen ist, dass es keine Verankerungen in der Schule gibt, wenig Nachhaltigkeit besteht und Kosten anfallen. Danke, Herr Professor, für Ihre Zeit. Zusätzlich haben wir heute auch Frau Magister Dr. Kaufmann bei uns im Studio. Sie ist Fachfrau für die Psychologie, die sich hinter Cybermobbing verbirgt. Vielen Kindern und Jugendlichen fehlen Strategien, mit Gefühlen umzugehen zu können. Cybermobbing wird als eine Art Konfliktlösung gesehen. Welche Funktionen von Cybermobbing gibt es? Es gibt die Entlastung. Mobbing dient als Ventil für aufgestaute Aggressionen. Dann noch die Anerkennung. Mobbing wird eingesetzt, um Anerkennung zu erfahren, gerade dann, wenn diese den Jugendlichen in anderen Bereichen fehlt. Und dann noch die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls. Mobbing sieht meist in Gruppen nach dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ aus. Die Täterinnen und Täter gelten meist als respekteinflößend und cool. Wir bedanken uns für Ihre Zeit. Letzten Experten begrüßen wir Magister Dr. Florian Bratschka. Können wir Ihnen ein paar Fragen über das Thema Cybermobbing stellen? Ja, gerne doch. Wovon ist Cybermobbing abhängig? Cybermobbing ist abhängig von einem Publikum, wie einer WhatsApp-Gruppe. Nur wenn es von möglichst vielen Menschen wahrgenommen wird, kann es seine volle Wirksamkeit entfalten. Dabei macht es wenig Unterschied, ob sich die Zuschauer aktiv am Geschehen beteiligen oder wegschauen und nicht eingreifen und still hoffen, dass es sich von alleine wieder aufhört. Warum helfen die Jugendlichen dem Opfer nicht? Angst, sich einzumischen und sich selbst angreifbar zu machen. Gefühl, nicht dafür verantwortlich zu sein. Mobbing durch Nichtbeachtung der TäterInnen ins Leere laufen lassen. Wie können die Zuschauer helfen? Wichtig ist, dass den ZuschauerInnen bewusst ist, dass sie durch ihr Nichtstun ebenfalls eine entscheidende Rolle in dem Konflikt einnehmen. Danke uns für Ihre Zeit. Das war es mit der Tagesschau. Ich hoffe, Sie konnten einiges an hilfreiche Informationen daraus mitnehmen. Bis zum nächsten Mal wünscht Ihnen die Tagesschau. Melden statt zuschauen.